was es ist das? Mein Name ist David Stetson und heute zocken wir Brutus EO. Und ich habe netterweise von den Entwicklern ein Beta-Key bekommen. Das heißt, wir können das Spiel schon spielen, bevor es rausgekommen ist. Yo, wir sind extrem fortschrittlich. Auf jeden Fall gehört Brutus EO zu der neuen Kategorie von EO-Spielen. Und das Geile an EO-Spielen ist ja, man kann sie im Browser spielen. Das heißt, man nichts downloaden braucht. Auf jeden Fall dürfen wir uns hier erstmal eine Farbe wählen und die meisten Skins sind leider nicht verfügbar. Oh Gott, nein, schade. Leider ist nur der Standard-Skin verfügbar und verschiedene Farben. Und ich denke mal, wir nehmen wirklich Pink. Auf jeden Fall geht es im Brutus EO darum, dass wir diesen komischen Riesen haben, der hat Boxhandschuhe und wir müssen halt die anderen Spieler verprügeln und zu Level aufsteigen und danach werden wir größer. Und wenn wir Glück haben, werden wir sogar der Größte auf der Map. Aber momentan sind wir noch Level 1. Sollen wir gegen den kämpfen? Traust du dich, mein Freund? Oh Gott, ich werde dir so mies aufs Maul hauen. Und ich habe ihn auf den Boden genockt. Wie geil ist das denn? Ich kann ihn direkt töten, aber da kommt einer von hinten. Nein. Oh mein Gott, ich liege auf dem Boden. Bitte töte mich nicht. Ich muss ganz schnell meine Punkte wieder einsammeln. Und wenn die beiden sich prügeln, kann ich auch einfach deren Punkte einsammeln. Das ist so gemein. Es tut mir leid, ihr prügelt euch und ich sammle eure Punkte ein. Oh mein Gott, ich bin Level 2 und das war so feige von mir. Aber jetzt denke ich mal, wir können eventuell den Hühnchentypen töten. Obwohl, nein. Er hat mich auf den Boden genockt. Oh Gott, ich habe keinen Bock zu sterben. Ich möchte nicht sterben, ich bin gerade Level 2 geworden. Oh Gott, ich fall da runter. Wo zur Hölle bin ich gerade? Nein, ich fall da runter. Oh mein Gott, ich fall da runter. Nein, das war wirklich so mies dämlich. Das Schlimme ist, wir sind nicht mal durch einen Kampf gestorben wie ein Mann. Nein, wir sind einfach auf den Boden gefallen. Oh Gott, können wir wenigstens hier einen verprügeln und die Punkte ganz schnell einsammeln? Komm her. Und das eine Hühnchen läuft hinter mir her. Lol, was willst du von mir? Möchtest du sterben? Du hast keine Chance gegen den pinken Mann. Es tut mir leid, yo. Bam! Naja, obwohl er hat mich gerade auf den Boden geschlagen. Er hat mich umgebracht. Der hat mich gerade wirklich einfach getötet. Mein Freund, war das nur, weil ich pink war? Sag mir jetzt bitte nicht, du bist so ein Mensch. Oh mein Gott, er knockt mich jedes Mal auf den Boden. Er tötet mich. Ich habe keine Lust, wieder zu sterben. Und da ist Platz 1. Also ich glaube jedenfalls, es ist Platz 1. Der mit der Krone müsste immer Platz 1 sein. Und ich glaube, hier ist ein Power-Up für uns. Lol, wir haben eine Bombe in der Hand. Was zur Hölle bringt uns die Bombe? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein, wir explodieren mit der Bombe, oder? Ich möchte nicht mit der Bombe explodieren. Oh Gott, ich habe mich gerade wirklich selbst umgebracht mit der Bombe. Lol, die Bombe kapiere ich ja gar nicht. Konnte ich die eventuell irgendwie werfen? Also logischerweise müsste ich die ja irgendwie werfen können. Wie zur Hölle werfe ich die Bombe? Ich kapiere das nicht. Lol, ich habe die Bombe wieder in der Hand und sie weg. Ich werde sterben, lol. Ich kapiere ehrlich gesagt nicht, wie ich die Bombe werfe. Ich habe mich jetzt gerade wirklich zweimal hintereinander selbst umgebracht und das war so dämlich. Können wir jetzt wenigstens einmal im Kampf sterben? Einmal sterben wie ein Mann und nicht die ganze Zeit einfach Selbstmord machen. Ich genieße es ehrlich gesagt immer, wenn die anderen gegeneinander kämpfen. Dann kann ich einfach die Punkte einsammeln oder von hinten kommen. Oh mein Gott, die liegen gerade beide auf dem Boden. Kann ich beide töten? Oh mein Gott, er lebt noch. Aber er hat echt wenig Leben. Ich kann ihn eventuell töten. Komm her. Es müssen wirklich nur ein paar Schläge sitzen. Oh Gott, nein. Wir liegen beide auf dem Boden. Komm her, mein Freund, komm her. Und ich habe ihn getötet. Lol, ich habe zwei Leute getötet. Aber auf eine extrem feige Art und Weise. Aber egal, Kill ist Kill und wir sind jetzt Level 2. Das heißt, wir sind jetzt ein kleines bisschen größer geworden. Und das Gute ist, auf der Map laufen noch überall diese Hühnchen rum und die geben auch Punkte. Perfekt, let's go, du musst sterben, mein Freund, nur damit ich Level steige. Es geht wirklich alles um den Levelaufstieg und ich möchte der Größte hier sein, es tut mir leid, yo. Auch wenn wir diese armen Hühnchen dafür töten müssen. Und ich weiß leider gar nicht, wie ich mich in dem Spiel genannt habe, sonst könnten wir auf die Bestenliste gucken und wo wir gerade sind. Aber ich weiß nicht, wie ich heiße, das ist ja voll dumm. Eventuell hätte ich mir einen normalen Namen geben sollen. Ach nee, das funktioniert so auch. Oh mein Gott, nein. Wie zur Hölle, wir sind wieder gestorben. Sorry, aber ich sterbe die ganze Zeit auf so dämliche Art und Weise. Ich bringe mich wirklich jedes Mal selbst um. Wenn die Gegner mich wenigstens umbringen würden, wäre es ja kein Problem. Aber ich bringe mich die ganze Zeit selber um. Kann ich nicht mal spielen wie ein Mensch? Kann ich nicht einfach mal überleben? Ich möchte doch nur überleben. Aber es ist manchmal extrem schwer, mit der Steuerung über diese Brücken rüber zu laufen. Und hier ist wieder dieser Chicken-Gegner, aber der ist so stark. Der Spieler ist so stark. Der hat mich vorhin schon getötet. Aber eventuell kann ich mich jetzt an dir rächen, mein Freund. Komm her, hoch die Fäuste. Oh Gott, nein, ich bin wieder am Boden. Das kann doch nicht wahr sein. Er tötet mich ein zweites Mal. Ich muss wegrennen. Das Problem ist, die Gegner sind komischerweise alle stärker als ich. Ich kapiere das nicht. Oh, hier sind zwei riesige. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Das ist ziemlich genial. Kann ich eventuell von hinten kommen und beide... Nein, anscheinend nicht. Die beiden haben mich leider getötet und ich wollte nur von hinten Punkte klauen. Ich wollte doch nur Punkte klauen. Mehr wollte ich gar nicht. Das ist kein Grund, mich umzubringen oder sonst was. Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch. Ich habe auch Liebe verdient irgendwie. Komm her, mein Freund. Eventuell töte ich den, weil der ist Level 1. Gegen den sollten wir normalerweise eine Chance haben. Bam. Oh mein Gott, hier sind gerade so viele Spieler auf einmal. Ich warte einfach, bis sie sich gegenseitig verprügeln. Die sollen sich alle gegenseitig verprügeln und ich sammle die Punkte ein. Alles ist gut, solange wir die Punkte einsammeln können. Oh mein Gott, das sind so viele Punkte. Das ist wirklich genial. Wir sind Level 2 geworden. Aber das Problem ist, unser Gegner ist auch Level 2. Können wir ihn trotzdem irgendwie töten? Ich liege auf dem Boden. Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht sterben. Oh Gott, lauf lieber. Weglaufen ist manchmal echt die beste Option. Obwohl, der Typ läuft wirklich extrem hart hinter mir her. Willst du mich wirklich töten? Was habe ich dir getan? Oh Gott, hör doch mal auf. Der verfolgt mich über die komplette Map. Was habe ich ihm getan?
Der Typ ist ja richtig am Übertreiben und ich möchte die Bombe nicht nehmen, weil ich habe Angst, mich selbst in die Luft zu jagen. Eventuell können die anderen beiden euch töten. Oh, Punkte. Punkte, sehr schön, Punkte. Also ich freue mich ja jedes Mal über Punkte, obwohl, lol, das ist gar keine Bombe, oder? Stirbt er jetzt eventuell selber? Oh mein Gott, er hat sich selbst in die Luft gejagt, das ist ziemlich genial. Und jetzt sammeln wir die Punkte ein und versuchen, den zu verprügeln. Weil ich glaube, der ist kleiner als wir, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Komm her, bitte knock ihn auf den Boden, das wäre so genial. Oh nein, oh Gott, er hat mich getötet. Ich wurde gerade wieder getötet, das zweite Mal. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich keinen einzigen Kampf gewinne. Die töten mich jedes Mal. Und mit Level 1 sind wir halt noch so übertrieben klein, aber es dauert halt ein kleines bisschen, bis man groß wird. Also entweder guckt man den anderen beim Kämpfen zu oder man kämpft selber mit, aber das ist immer ein bisschen riskanter. Also die Taktik mit dem Zugucken ist zwar feige, aber sie ist schlauer. Jetzt kämpfen wir zum Beispiel mit und wir liegen direkt auf dem Boden. Oh Gott. Aber dafür gibt's Rache, mein Freund, dafür gibt's Rache. Diesmal werde ich dich fertig machen. Komm her, ich lade jetzt meinen Schlag auf und bam. Oh mein Gott, nein, ich habe verfehlt. Ich muss Punkte sammeln. Let's go, alles ist gut. Stufenerhöhung, Level 2. Und wir sind sogar größer als die anderen beiden. Wir können die beide töten. Oh mein Gott, wir haben beide getötet. Obwohl, nee. Doch, wir haben beide getötet. Wie geil ist das denn? Lol, das läuft gerade wirklich extrem gut für uns. Wir sind fast Level 3. Können wir den jetzt auch noch töten? Das wäre ziemlich genial. Komm her. Oh mein Gott, lol. Wir haben gerade wirklich 3 Leute hintereinander getötet. Das ist so mies nice. Das ist wirklich so übertrieben nice. Hier ist ein Hühnchen, was wir sammeln können, weil ich möchte jetzt möglichst schnell Level 3 werden. Kommt hier eventuell noch ein Hühnchen raus? Hallo, Hühnchen. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, mich gerade zu prügeln, aber ich tue es. Ich tue es. Weil wir müssen auch mal mutig sein. Wir müssen auch mal mutig kämpfen. Komm her. Und er liegt auf dem Boden. Sehr nice. Stufenerhöhung, Level 3. Komm, wir töten ihn. Wir töten ihn. Let's go. Boom, er ist tot. Sehr nice. Oh Gott. Also ich finde, wir machen gerade wirklich einen extrem guten Job. Wir sind gerade Level 3 geworden. Und ich glaube, davor waren wir noch nie Level 3. Höchstens Level 2. Aber jetzt kommt unser schwerster Gegner, die Brücke. Und ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, hier runterzufallen. Oh, bitte fall hier nicht runter. Oh Gott, das war voll knapp. Das war wirklich übertrieben knapp. Also die Brücke ist wirklich noch extrem schwer zu handeln. Aber wir sammeln wieder ein paar Punkte ein und wir werden bald Platz 1, denke ich mal. Also wir sind gerade wirklich Platz 3. Das heißt, wir haben eine Chance, Platz 1 zu werden. Obwohl Platz 1 wirklich extrem viele Punkte hat. Und guckt euch mal an, wie klein die anderen sind. Leute, die sind richtig klein und wir haben die gerade easy getötet. Oh Gott, der muss noch sterben, obwohl... Oh Gott, er rennt weg. Kannst du mal bitte hier bleiben, mein Freund? Kannst du hier bleiben? Sei nicht so feige. Obwohl es extrem feige ist, mit Level 3 gegen Level 1 zu kämpfen. Aber ich brauche halt die Punkte, es tut mir leid. Man braucht die Punkte zum Wachsen und ich muss euch alle töten. Let's go, der nächste Kill und wir werden langsam Level 4. Oh Gott, ich werde gerade addicted, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der Platz 1 ist. Oh, der ist hier oben. Der ist hier oben, wie geil ist das denn? Können wir den eventuell töten? Der müsste zwar extrem stark sein und es ist ein extremes Risiko jetzt. Nein, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht, bitte stirb nicht. Oh mein Gott, ich muss rennen. Ich muss definitiv rennen. Ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Wirklich null. Wie lange dauert es denn jetzt, bis mein Leben sich regeneriert? Weil ich bin jetzt endlich Platz 2 geworden. Das Problem ist, Platz 1 ist wirklich so mies groß. Und ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen soll, weil der ist wirklich viel zu groß. Und ich habe gerade relativ wenig Leben und ich habe keinen Bock, gegen das Hühnchen zu sterben. Obwohl, lol, das war sogar relativ easy. Es tut mir leid, mein Freund, du warst aber kein Gegner für mich. Du bist kein Gegner für den pinken Mann. Platz 1 kämpft da hinten wieder, aber er ist wirklich so übertrieben stark. Er hat wirklich über 200.000 Punkte. Das heißt, wir können uns leider nicht mit ihm anlegen, aber wenigstens können wir die Hühnchen besiegen. Oh mein Gott, ich bin Level 4 geworden. Wir sind so groß. Und da ist Platz 1. Oh Gott, nein. Bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht. Ich muss rennen. Oh Gott, er tötet mich. Hör doch mal auf. Wir sind gerade erst Platz 4 geworden. Das macht einem so viel Angst, wenn so ein Riese hinter einem herläuft. Bitte stirb einfach. Fall irgendwo runter oder so. Oh Gott, er möchte mich haben. Mein Freund, du wirst mich eh nicht kriegen, ich bin viel schneller als du. Der läuft mir wirklich einmal um die komplette Map hinterher, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Mein Freund, hast du kein eigenes Leben, was du regeln musst oder so? Wir haben eine Rakete. Können wir eventuell beide in die Luft fliegen? Nein. Oh Gott, die Rakete hat uns gerade katapultiert. Das ist aber auch was Neues. Es gibt hier halt Power-Ups und ich habe kaum noch Leben. Also wirklich extrem wenig Leben. Und ich bin runtergefallen, das kann nicht wahr sein. Das glaube ich jetzt nicht wirklich. Ich bin gerade nicht wirklich runtergefallen. Oh Gott, nein. Wir sind die ganze Zeit vor Platz 1 weggelaufen und dann fallen wir am Ende runter. Das ist so dämlich. Also das größte Problem ist es wirklich auf der Map zu bleiben. Na gut, Leute, aber das war's vom Brutus.io. Ich glaube, ich beende jetzt hier erstmal das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen.